Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, und schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Schnäppchenjagd des Tages. Die 5 Euro Überraschungsshow, das heißt eine halbe Stunde lang Schnäppchenjagd für Sie. Mit Produkten, die alle auf 5 Euro reduziert worden sind, aber ich kann Ihnen nicht sagen, was dran kommt, weil wir wissen es nicht. Wir lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen, aber schnell sein. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent und ich würde sagen, wir holen die Damen. Heute Jessie und Diana und die bringen uns die Schnäppchen hier rein. Eine goldene Regel noch, wenn Ihnen etwas gefällt, Vielen Dank, Diana. Nichts anderes sagen, dürfen Sie es bis zu 5-mal bestellen. Womit fangen wir dann an, Jessie? Pack mal aus. Ich bin gespannt. Oh, cool. Was haben wir denn hier? Ich lese es und möchte jetzt wissen, was es ist. Das für deine Partykeller. Ja, genau. Es ist ein mobiles Mini-LED-Disco-Licht mit Batteriebetrieb. Das ist ja richtig Disco-Pogo hier. Hammer. Guck mal, das sind die Lichter, die das macht, wenn wir es hier auf den Teppich raufschmeißen. Das ist richtig Disco-Feeling. Das ist eine Disco-Kugel, oder? Also es ist schon echt mega. Das ist eine Hausparty? Für 5 Euro, ja. Also besser, Sie bestellen mehr dazu und dann haben Sie echt die ganze Party, ja. Die ganze Wand voll projizieren damit. Das stimmt, super. Das projiziert viele bunte Lichter, die blinken dann da drauf. Und ja, das ist ja echtes Saturday Night Fever Feeling hier. Also ich bin gerade begeistert. Wir haben zwei von diesen kleinen Lämpchen und haben diese Partystimmung hier bei uns auf dem Teppich. Ich hoffe, Sie können das erahnen. Ein bisschen höher aufgehängt, dann hast du noch eine größere Streuung. Links und rechts eine Tanzfläche in die Mitte, dann kannst du eine komplette Party beleuchten. Also das komm, Diana, mach Party. Das ist jetzt mal cool, ja. Jetzt hier noch Scooter dazu, da kann ja nichts mehr schief gehen. Also ich finde es der Wahnsinn. Oh, hier, gegen Pullover kann man es auch machen, ne? Ja, natürlich. Das ist jeder Mann. Also ich glaube, besser 2-3 Stück bestellen, ja, und dann können Sie Weihnachtsparty, Silvester kommt jetzt, Silvester kommt das auch, ist genau. Natürlich, das ist ein Must-Have jeder Party. Gutes Licht. Ja, vor allem Clubs sind wahrscheinlich eh geschlossen. Dann machen Sie Ihren eigenen Club zu Hause, Ihren eigenen Tanzclub. Ich denke jetzt auch gerade an die Kinder. Kinderdisco, ja? Oder einfach mal in Ihrem Privatzelt, das Sie gebaut haben, eine Partybeleuchtung. Es ist toll. Ist das batteriebetrieben, oder? Also kabellos, wir sehen es. Ich lese halt, hier als Batterien, 3 Batterien, AAA, also die Mikrobatterien hier. Mhm. Und da hier das sagt Ralf aus Paderborn, stellt man das Licht in die Nähe einer Wand, erhält man tolle Effekte. Oder eben wie hier auf dem Boden oder direkt auf die Person. Das fand ich auch toll. Wenn sich das so auf dem Pullover oder auf dem Kleid reflektiert, diese bunten Lichter, ist total klasse. Und die sind auch schön hell. Guck mal, das ist, so viele Farben haben wir. Grün, Rot, Blau. Das ist echt, ich bin begeistert. Für 5 Euro, ich habe noch nie gesehen, Partylicht. Also heute, Sie haben echt Glück. Ja, und Sie, ich glaube, Sie kriegen das bis Silvester. Das ist vor allem, ich muss auch dazu sagen, ich weiß noch, ich wollte als Kind immer so eine kleine, mit meinen Freundinnen so ein bisschen tanzen im Zimmer. Ja. Und ich habe mir auch so eine Disco-Kugel gewünscht und die war so schlecht. Die war wirklich so schlecht, wenn ich das jetzt mit dem hier vergleiche. Wahnsinn. Wirklich richtig cool. Wir haben 3 rote, 3 blaue und 3 grüne LEDs, die dann eben hier diese Effekte auf den Boden werfen. Sie sehen das hier bei uns auf dem Teppich. Wenn es richtig dunkel ist, ist es natürlich noch viel, viel, viel effektvoller. Und gerade zu der tollen Musik. Hier, bei Pearl.de sehen wir gerade 11,99 Euro, also fast 12 Euro. Wir haben es radikal runtergesetzt hier für Sie auf 5 Euro, weil Sie in der 5-Euro-Show sind. Die Bestellnummer ist die NC6916569. Hier sehen wir auch nochmal die Bilder, die das alles machen kann. Das ist ja fantastisch. Also früher hast du ein Vermögen ausgegeben für solche Beleuchtungseffekte. Und heute für 5 Euro ist der Wahnsinn. Da bitte wirklich sofort zuschlagen, weil ich mir sicher bin, dass wir immer mal Privatpartys haben. Geburtstage, Silvester war ein gutes Beispiel. Silvester ist super. Und dann ne? hat man einfach mit wenig Mitteln ganz große Effekte. Toll, komm, lass uns weitermachen. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Jessica und Diana bringen uns unsere Geschenke rein. Dankeschön. Also das jetzt zu toppen, diese Partybeleuchtung, das wird das schwer. Das wollte ich gerade sagen, das wird schwer. Ja, das ist was richtig Cooles. Wow. Ah, das ist eine Spardose, ein Safe, ein Tresor. Safe. Ja, sieht aus wie ein Tresor. Es ist eine Tresor-Spardose mit einem Zahlenschloss. Diana. Das sieht natürlich cool aus. Weißt du, an was mich das erinnert? Ich weiß nicht, habt ihr früher diese Comics gelesen mit den Panzerknackern? Ja? Ja. Die haben auch immer solche Tresore geknackt. Ja? Sieht sehr cool aus. Also so ein Drehrad mit Kombination links, da, rechts. Du musst wie bei nach links, richtigen. Nach rechts. Mhm. Was machen? Schaffst du das? Ja.
Ich fände das auch schön, wenn man jetzt Geldgeschenke zu Weihnachten macht. Das kommt ja noch rechtzeitig vor Heiligabend zu Ihnen. Und jetzt einfach mal Geldgeschenke im dazugehörigen Tresor. Ein echter Tresor mit einer geheimen Zahlenkombination, die außer uns niemand kennt. Und wir haben ein paar Zuschriften. Rudolf schreibt, gut als Spardose, aber auch witzig als Verpackung für Geldscheine oder Gutscheine oder Geldscheine. Und Elke schreibt, meine Enkel bewahren nun ihre ersten Geheimnisse darin auf. Habt ihr als Kind auch Geheimnisse gehabt, die ihr versteckt habt? Oder du wirfst mit Geld, rum? Guck mal, wirft hier mit Geld da findet rum, sich immer irgendjemand, der das aufhebt. Seid ihr bescheuert? Habt ihr irgendwelche Geheimnisse gehabt als Kinder, die man versteckt hat, wo die Eltern nicht drankommen sollten? Ja, auf jeden Fall, oder? Also ich glaube, vor allem wir Mädels. Ich weiß noch, in der Klasse damals haben wir immer Tagebücher geschrieben und alles. Und die Liebesbriefchen, die ersten, die sollen ja die Eltern auch nicht reinbekommen. Aber ich finde das klasse. Aber jetzt gerade hier mit dem Geldgeschenk, ja. Also ich finde das toll, weil einfach Geld in einem Kuvert, ich finde das suboptimal, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ich hatte tatsächlich auch so ein Tresor früher, das war total klasse. Ich glaube, ich war auch 8 oder 9 Jahre alt. Hast du auch Geheimnisse? Nee, ich hatte Geld, ne? Also für mich war das viel Geld, so ein paar Mark damals. Habe ich da ist eine gute Partie. Habe ich hier gespart, auch in meinem Tresor. Das gibt dir so das Gefühl, Mensch, ich habe einen richtigen Tresor. Ich habe einen Tresor. Da kann ich reintun, was ich will. Guck mal, wie das mit unseren Kleidern matcht heute. Ja, ist alles in Blau heute. Mensch, ne? das ist ja Wahnsinn. Die Jahre des 2022. Jahr. Ja. Blau. Farbe des Jahres. Ah, ne? Die Bestellnummer für diesen Tresor, das ist die NC3374 und die 569. Und gerade das mit der Zahlenkombination, dass du links, rechts so wie bei einem richtigen großen Banktresor drehen musst, oder früher, die kennen wir aus Filmen, das finde ich sensationell. Und dann ist es kein Kunststoff. Also ich hoffe, Sie haben es gehört. Das ist richtig, das ist Metall, ganz genau. Metall. Und das für 5 Euro. Wow. Ich hatte sowas als kleiner Junge. Ich fand das total super. Komm, lass uns weitermachen. Wir machen weiter. Das war ja schon so eine Art Spielzeug. Ja, aber ich kann nie genug Spielzeug bekommen. Schauen wir mal, vielleicht haben wir noch eins in der 5-Euro-Show. Oh, das würde dich freuen, Ralf. Das sind wieder unsere Steckdosen-Türklingeln. Ah. Wir haben einen vom Klingeltaster mit 16 Klingeltönen und der geht 30 Meter weit. Zum Glück haben wir keine Steckdose hier, oder? Ich weiß es nicht, wir müssen mal schauen, ob wir eine finden. Das ist das Schöne, Klingeln zu installieren ohne irgendeine Installation. Man steckt den Stecker in die Steckdose, Funkreichweite wie viel Meter? 30 Meter. 30 Meter Funkreichweite, Und dementsprechend kann man auch mal kaputte Klingeln überbrücken, und ganz einfach einstecken. Guck mal, du hast den Stromschalter jetzt ausgemacht. Du musst einen anderen Stecker nehmen. Ach so, sorry. Ja, genau. So. Oder andersrum. Und jetzt wieder einschalten. So, jetzt müsste es funktionieren. Ja. Der klassische Klingelton. Wer ist denn da? Geschenke zu Weihnachten. Ist total. Ist sehr, sehr praktisch, weil man, wie du sagtest, keine Kabel installieren muss. Und dann kann man eben, wenn man mal die Klingel vorne ranbringt, kann man die in jeden Raum einfach mitnehmen, die Klingel, weil die hier eben einfach in die Steckdose nur reinzustecken ist. Wo ich das auch schön finde, in den 60er Jahren war es üblich, Häuser mit Vorgärten zu haben. Und da war schon am Garteneingang war, an dem Tor war schon eine Klingel. Ja, aber ja, die meisten sind mittlerweile kaputt. Und wenn du die neu installieren willst, musst du ein Erdkabel legen. Klingelmodul außen anbringen und innen. Ganz einfach in den Stecker, dann hast du es wieder. Ja. Und ich weiß auch zufällig von Zuschriften unserer Kunden, die das gerne nehmen als Rufton, wenn man zu pflegende Angehörige zu Hause hat. Ja. Die Klingel neben das Bett legen und wenn dann Oma oder Opa außer der Reihe irgendwas braucht, kann er sich bemerkbar machen. Ja, also auch da finde ich das richtig toll für 5 Euro. Also günstiger kann das einfach nicht werden. Wir haben gar nicht, dass sowas so billig sein kann. Ja, 5 Euro. Nicht gedacht, das ist nicht billig, das ist günstig. Das ist ja richtig günstig. Ja, genau, das ist der Unterschied. Das ist günstig. Also du kriegst 2 von diesen Steckdosen-Empfängern und einen Klingeltaster. Also auch Postbote, wenn man den mal verpasst. Man ärgert sich. Wenn du unter den Keller musst zum Wäscheaufhängen, also ich hänge meine da ganz einfach genau rein. Gerade jetzt, wo man vielleicht eine Lieferung erwartet noch zu Weihnachten, dann will man das auch hören, wenn der klingelt. Wir haben hier übrigens die Auswahl aus 16 Melodien.
Da sind tatsächlich auch zwei Weihnachtslieder dabei. Hast du wieder was gesagt? Jetzt probiert die Ada ja, alle 16 durch. Ja, deswegen war ich da vorsichtig, das bis zum Schluss eben zu sagen. Die Bestellnummer ist die NX8144569. Für zwei Steckdosen, Türklingeln und einen Klingeltaster. 30 Meter Reichweite NX8144569. So kommt es zu Ihnen. Diese zwei Empfänger und den Türtaster. Aber das mit dem Vorgarten, stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern. Aber das sieht man gar nicht mehr. Weil du, das halt oder nur mal als Gag, wenn du so einen fest installierten Campingplatz hast. Am so. Eingang von deinem Campingplatz machst du eine Klingel hier. Ja. Ja, Meier Müller-Schulze einfach den Namen drauf. Komm, mach, lass uns weitermachen. Und der Buzzer läuft. Und oh! Da kommt gleich noch eine Sirene. Das heißt, wir haben den Preisalarm. Und hier ist jetzt ein Produkt, was normalerweise wesentlich hochpreisiger ist. Und deshalb die Begrenzung, ein Stück pro Besteller. Mhm. So, jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich auch. What? Was ist das? Weißt du, was es ist? Ah, es ist ein Wecker. Es ist ein Wecker, ja. Für 5 Euro. Pass mal auf, das ist nicht ein normaler Wecker. Das ist ein digitaler Funkwecker, aber inklusive Thermometer und Hygrometer. Also wir hatten schon mal einen normalen Wecker für 5 Euro. Wir hatten auch schon mal einen Hygrometer, Thermometer für 5 Euro. Aber ein Funkwecker mit Hygrometer und Thermometer, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals für 5 Euro gesehen hätte. Nein, auch in der tollen Form hier. Das hat riesengroße LCD-Anzeige, das sehen Sie ja. Das ist gerade wichtig, wenn man das jetzt als Wecker benutzt auch, dass man neben dem Bett also die Uhrzeit lesen kann, ohne jetzt sein Handy rausholen zu müssen oder eine Brille aufzusetzen. Und dann sehen wir hier eben Hygrometer und Thermometer, sogar mit so einer Ampelsache da. Also da siehst du genau, ob die Luftfeuchtigkeit bei dir im Raum gut ist. Ach, war es auch dabei, stimmt. Ja, ja, das Thermometer und Hygrometer. Ja. Das ist ja gerade jetzt im Winter, das hast du bestimmt auch mal, dass wenn so die trockene Luft ist durch die Heizung, hat man so schuppige Haut und Nasenbluten. Sehr, sehr praktisch. Das kann man leicht mal übersehen, sowas. Und vor allem, was ich liebe, und das schreibt uns auch der Hansi aus Heideck, tolles und übersichtliches Display, in der Nacht auch für Lesebrillenträger ohne Brille gut ablesbar. Und Mathilde schreibt, macht sich auf jedem Schreibtisch gut. Danke, Pearl. Also hier hast du immer die Zeit. Ganz genau die Zeit im Blick. Also ist eine Funkuhr, haben wir hier mit dem eben Funkwecker-Empfangsmodul. 24-Stunden-Anzeige, Wecker kannst du einstellen und vor allem auch Lufttemperatur. Ja, richtig, nachts kannst du es beleuchten und dann auch natürlich die Feuchtigkeit und die Temperatur immer im Blick. Also wir haben es jetzt hier 20 Grad und 53% Luftfeuchtigkeit. Das ist ideal. Das ist angenehm, ja. Man merkt das auch sofort. Ja. Also bei uns in der Garderobe, wir haben im Moment zu niedrige Luftfeuchtigkeit. Ja, ja. Und da merke ich es auch. Da kriegt man so einen trockenen Hals, trockene Lippen. Vielleicht merken Sie sich das bei sich auch. Aber bis man dann weiß, woran es liegt, ja, das geht eine Weile. Hier siehst du es sofort und kannst dann reagieren. Ganz genau. Im anderen Extremfall auch, wenn zu hohe Luftfeuchtigkeit ist, oder Schimmelgefahr hat, kann man hier auch reagieren. Sie sehen hier bei Pearl.de schon günstig mit 12 Euro und Sie bekommen es für 5 Euro. Die Bestellnummer ist die NX3977 und die 569. Und Sie denken bitte dran, das war hier in dieser Sendung unser Preisalarm. Das heißt maximal ein Stück pro Besteller. Aber da würde ich jetzt sofort zuschlagen. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit schon Platz, wo Sie es hinstellen können. Mhm. Funkwecker ist immer wichtig. Muss man nicht dran denken, die Uhr mal umzustellen oder geht die jetzt genau? Ja. Man kann sich drauf verlassen. Ja, gerade morgens wichtig, wenn man jede Sekunde des Schlafes noch auskosten will. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Und da kommen schon wieder Jessica und Diana. Auch von der Größe her könnte es jetzt Schmuck sein. Ich bin gespannt, jetzt ob da Schmuck drin ist. Ich weiß nicht. Du erwartest immer Schmuck. Ja, immer wenn sowas Kleines kommt. Ist das schon ist, obwohl Diana hat auch schon mal in so großen Packungen ja, so Ohrringe vielleicht verpackt. Vielleicht wollen wir euch ein bisschen... Nur was Großes und was Kleines geht nicht. Es muss was Kleines sein. Das sind viele kleine Sachen. Das ist Schmuck, glaube ich. Du machst es wieder spannend. Pack jetzt aus, wir sind gespannt. Es ist unser Micro-SD-Kartenleser und USB-OTG-Adapter, Set für Micro-USB und USB-Typ-C. Das klingt furchtbar kompliziert, ist es aber gar nicht. Das ist also einmal ist das ein USB-Adapter, wo Sie eine Micro-SD-Karte reinstecken können. Damit können Sie dann Micro-SD direkt am Computer lesen, egal ob das Macintosh ist oder ob es ein Apple ist oder ein Windows-Gerät, ganz egal. Aber das Coole hier dran noch ist dieser OTG-Adapter. Das bedeutet, Sie können diesen Adapter in Ihr Handy reinstecken. Und zwar entweder Typ Micro-USB oder USB-Typ-C. Und dann können Sie von jedem USB-Gerät auf Ihrem Handy die Dateien sehen. Da kann man mal einen Memory-Stick nehmen oder eben
manchmal gibt es auch diese USB-Kameras, kann man einfach in ein Handy stecken und damit erweitert man den Speicher. Unglaublich. Ich meine, diese USB-Speichersticks sind ja sehr, sehr preiswert. Und damit kann man dann mal eben, wenn man mal ein paar Filme auf Reisen mitnehmen will oder seine Fotos mal richtig abspeichern will, die sind ja alle auf dem Handy. Die sollten Sie da runterholen und eben sehen, dass Sie irgendwo sicher verwahren auf einer Festplatte oder irgendwo. Ingo, was ich auch wichtig finde, ist dieses Micro-SD-Karten-Lesegerät. Weil normalerweise bekommst du ja mit der Micro-SD-Karte einen Adapter. Und jetzt willst du das ins Lesegerät, in den Laptop reinmachen und findest den Adapter nicht. Also mehrfach schon erlebt. Ja. Und hier hast du ein Direktlesegerät. Und dann hier die Speichererweiterung oder eben Daten übertragen aufs Handy. Auch perfekt. Aber sowas kostet doch, ich schätze es mal im Elektronikfachmarkt, 10, 15, 20 Euro, oder? Ja, wenn du sowas überhaupt findest. Mhm. Versuch doch mal sowas zu finden. Ne? Wir haben das hier für 5 Euro. Das ist einfach toll, auch wieder als Geschenk, weil jeder hat ein Handy und jeder freut sich, wenn er da irgendwie seine Daten mal runterkriegt oder eben seinen Speicher erweitern kann hier. Für 5 Euro bekommen Sie diese ganzen Adapter und Steckerchen zusammen. Hier unser Mikro, Adapter, USB 3 auf USB-C, also alles kann man damit machen für 5 Euro. Toller, toller Preis. Ja, sagst du uns noch die Bestellnummer, Ingo? Oder warte, ich guck mal kurz. Wir haben die PX2341 und die 569. Aber ich finde das richtig klasse, dass egal was für ein Stecker kommt, du kannst eben deine Micro-SD-Karten verwenden bzw. auslesen. Ja. Das ist also eine unglaubliche Bereicherung. Und das USB 3.0, also auch das schnelle USB, wenn wir da mal eben eine Micro-SD-Karte schnell schreiben und lesen wollen. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Oh. Wieder kein Spielzeug, aber ich sehe schon, das ist zum Sauber machen. Dankeschön. Also das sind Staubwedel, aber ich würde sagen, wieder mal ganz was Besonderes. Ja. Die sehen klappbar aus. Ja, das ist einmal klappbar und dann hat er noch einen Teleskoparm. Richtig. Du musst hier drücken. Gib mir, ich zeige dir. Es ist wirklich ein Teleskop-Mikrofaser-Staubwedel, der ist biegbar. Also man kann auch um die Ecke putzen, gerade oben auf Schränken. Das ist Mikrofon. Und das ist natürlich klasse. Wir befinden uns hier im Studio bei Pearl. Es ist ein bisschen windig, also kein Mikrofon. Sieht nur aus wie so ein Mikrofon. Aber damit kommt man halt an alle Stellen, wenn man mal oben irgendwie sauber machen will. Oder man kann es eben auch knicken und dann kann man, gucken Sie mal, oben auf dem Schrank. Sie haben mein Mikrofon verbrochen. Jessica, was sagen Sie dazu? Ja, sehe ich genauso. Nein, aber viele haben ja auch zum Beispiel Treppenhausdienst. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kehrwoche heißt es in Baden. Stimmt, und wenn du da jetzt mal im Hausgang denkst, wie oft da oben mal irgendwelche Sachen hängen, an die man ohne Leiter gar nicht rankäme, dann kommt man wirklich hoch. Oder auch Altbauten. Spinnenweben, ne? Richtig, ich sehe was Spinnenweben oben wegmachen. Ja, das ist nämlich bei mir zwar, immer. Egal wie groß oder klein du bist, du kommst eben dran, ohne Leitern, ohne Stühle. Und wir haben hier eine enorme Reichweite von bis zu 1,63 Meter. Wie groß bist du, Jessie? Ich bin 1,70. 1,70, jetzt nehmen wir deine Armlänge noch dabei dazu, dann sind wir bei über 2 Metern. Und jetzt noch mal 1,63 dazu. Also du kannst 4 Meter Höhe erreichen. Ja? Es ist aber, Ralf, es ist nicht nur für Höhe. Manche haben ja auch Schwierigkeiten, sich zu bücken, weil so Fußleisten sauber zu machen oder sowas. Das kann man nämlich auch nach unten mit super sauber machen. Und ich denke, hier kommst du auch, drück's mal zusammen, wie dick das ist. Weißt du, was immer ein Problem ist? Zwischen den Heizungen, zwischen den Lippen. Da kommst du, glaube ich, die auch Lamellen. Zwischen. Ja, das müsste gehen, oder? Dass du zwischen den Lamellen auch reinigst, ohne dich groß anzustrengen. Aufschränken, das ist auch oftmals, wenn man da irgendwann mal oben hingreift und merkt dann, oh, da liegen, glaube ich, 100 Leichen, dann weiß man, ich hätte vorher schon mal abstauben müssen. Das ist bei Carsten, ne? Der hat 100 Leichen. So ungefähr. Also für 5 Euro einfach bestellen und gerne auch mehrfach vielleicht die Nachbarin hier auch noch mit bedenken. Die Bestellnummer für unseren Teleskop Mikrofaser Staubwedel ist die NX4189 und die 569. Da sehen wir es auf pearl.de. Auch hier knappe 12 Euro. Hier und heute für Sie 5 Euro. Diana, Jessie, seid ihr mehr die reinlichen Typen oder die ich putze nur, wenn es unbedingt notwendig ist? Ich glaube mal, also jetzt werden wir natürlich nicht sagen, dass wir die nicht reinigen sind hier. Es ist immer picopello sauber. Okay, gut, das wollte ich hören. Fragst du mich, aber ja? Damit es ist noch auf jeden sauber. Fall leichter damit, bei Diana definitiv. Ist Disziplin, da ist überall sauber. Ich mache eigentlich auch immer sauber, aber aufschränken, das mache ich nicht. Ja. Aber hiermit ist es ja kein Problem. Einfach ja, du musst ja sonst einen Stuhl, einen Leiter holen, was weiß ich. Hiermit ist das verdammt einfach. Machen wir weiter. Hier wird reingejingelt schon. Wir sind ja richtig weihnachtlich. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Oh, das habe ich auch noch nie gesehen.
Jessie, was sagen Sie? Ich habe das auch noch nicht gesehen. Was ist das? Oh, jetzt komm, ich weiß, was es ist. Nicht sagen, nicht sagen. Ich weiß es. Rate mal, was das ist. Nee. Also ich weiß. Das ist was für Fahrrad. Zahnbürste. Für Fahrrad. Du darfst die Zähne damit putzen, genau. Und wir, Fahrrad ist schon für ganz klar. Das ist eine Fahrrad für die Fahrradkette zum Reinigen. Ja, ja, sie hat es gerade vorgesagt bekommen. Aber du, ich kannte das auch nicht. Ich habe das, hab das nur mal in der Sendung erraten. Gesehen. Und gerade Radfahren liegt ja voll im Trend. Alles fährt Fahrrad. Ja. Aber die Kette zu reinigen ist unglaublich schmutzig im Normalfall und auch schwierig. Hier lässt du die Kette einfach durchlaufen und dann wird sie geölt bzw. gereinigt und dann ist das Fahrrad natürlich wieder mobiler. Habt ihr Fahrräder? Ja. Ja. Ja, Ingo? Ja, natürlich. Ja, ich auch. Hast du denn auch eins? Ja, ich habe eins. Ja? Okay, ich gebe zu, es ist ein E-Bike, aber ich habe eins. Ja? Nein, das ist nicht nur Fahrradketten, das ist auch Zahnkranzkratzer. Also wie die Zähne. Da, wo die Kette drauf langläuft. Und gerade jetzt bei dem Wetter ist ja sehr nass und dreckig. Und da leiden diese Teile drunter. Also man muss das auch mal ab und zu sauber machen. Und wieder frisch ölen, dann fällt das Fahrradfahren auch wieder leichter. Du hast ihn gerade mal aufgemacht, Jessica. Zeig mal, wie der von innen aussieht. Das ist ja irre. Das ist ein kompletter Mechanismus. Also ich habe hier jetzt auch überhaupt kein Preisgefühl. Ich wüsste nicht, was sowas regulär kostet. Aber ich weiß, Fahrradzubehör ist teuer. Ich höre gerade, wir bekommen gerade gesagt, unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 20 Euro. Und wenn Sie Fahrräder haben, reinigen Sie die Kette regelmäßig. Dann hält auch Ihr Fahrrad länger. Das hat ja einen Haufen Geld gekostet. Und ich glaube, 5 Euro kann man da gerne mal investieren. Ich habe das noch nie gesehen. Also ich wusste nicht, dass es sowas auch so gibt. Nee, ich auch nicht. Deswegen bin ich auch nicht drauf gekommen, was das ist. Und es ist blau, Jessica. Und es ist schon wieder. Mensch, Farbe des Jahres und wir sind passend dazu angezogen. Ganz genau. Der Fahrradkettenreiniger mit Bürste und Zahnkranzkratzer hat die Bestellnummer NX15 43569 für den Kettenreiniger mit Bürste und Zahnkranzkratzer. Das wird wirklich die Lebensdauer ihrer Kette und dieses Zahnkranzes deutlich verlängern. Entschuldigung, ich finde das war so lustig. Zahnkranzkratzer. Zahnkranzkratzer. Wenn man weiß, was es ist, ist es klar, um die Zahnräder der Gangschaltung zu reinigen, aber Zahnkranzkratzer habe ich jetzt auch noch nie vorher kein gehört. Dentales Produkt, das ist was für die Fahrräder. NX15 43569 ist auch ein tolles Geschenk für Leute, die eben Fahrrad haben oder so. Es gibt ja so diese Fahrradverrückten, die also mit ihren teuren Rennrädern oder auch ein E-Bike, das hat ja auch, da kann man dann hier mal richtig sauber machen und es hält. Ich glaube, diese Kettenpflege kommt eigentlich immer zu kurz, oder? Ja. So ab und zu mal Ölkännchen drüber, aber das gibt immer eine Riesensauerei. Ja? Wenn man es jetzt über den Winter stehen hat und erst im Frühling wieder rausholt, sind die oftmals angerostet. Dann tut sowas natürlich doppelt gut. Wie geht's weiter? Mit? Ihr Lieben, das ist ein Produkt, das erkenne ich auf den ersten Blick. Aha. Okay. So, was ist es denn? Erkennst du es? Und Katze, Maus. Ein Videorekorder. Ha, 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 ich glaube, das ist ein Fahrrad. Guck mal hier, ich gebe dir mal eins. Das ist sind unsere eleganten Kerzenleuchter mit einer LED-Kerze. Und die sehen sehr elegant aus. Sie haben da diese silbernen Ständer. Und dann die Kerzen haben diese sieht sehr echt aus, diese LEDs oben in Flammenform. Und sogar, die haben sogar diese Wachsnasen an der Seite. Das macht das so realistisch. Ja. Und allein für Kerzenständer zahlst du doch schon mehr. Übrigens, hier ist Sie sehen zwei eingeblendet. Das ist auch ein Zweierset. Und zwar einmal den separaten Kerzenständer und diese LED-Kerze. Und ich habe hier einen ganz tollen Zuschrift von Sandra aus Berlin. Einfach super als Deko. Echte Kerzen sind nichts, wenn man kleine Kinder im Haus hat. Ja. Aber diese sorgen für eine schöne Atmosphäre. Gerade abends zum Filme schauen, schreibt sie. Aber ich würde es auch mal sagen, so ein gemütliches, romantisches Candlelight-Dinner. Da kann man solche Kerzen auch positionieren oder ganz einfach, es reicht ja jetzt noch Weihnachten, die Festtagstafel, die soll ja festlich gedeckt sein. Da passen die Kerzen so 100%. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, aber es ist halt auch perfekt, wenn man jetzt Haustiere hat oder eben Kinder hat, ne? Die können sich daran nicht verbrennen. Kann sich nicht verbrennen, sind absolut ungefährlich. Die kann man sogar unter einen Vorhang stellen. Übrigens, Maren schreibt, Maren steht hier wirklich, dieses Produkt macht sich hervorragend für ein romantisches Essen zu zweit. Maren aus Berlin. Das ist deine Maren Frau. Berlin. Ja, ich dachte, du bist romantisch. Aber natürlich eignet sich das für ein romantisches Essen zu zweit. Oder mal in der Badewanne ist ja auch immer schön, Kerzen da zu haben. In der Badewanne essen? Nein, in der Badewanne. Ach, die Kerzen da. Das ist sehr, sehr
sehr romantisch übrigens. Ich mache das vor immer auch. Vor allem das flackert ja auch so ein bisschen. Ne? Also es sieht wirklich täuschend echt aus, muss man einfach... Du, und die kann man sogar auf die Fensterbank unter die Gardinen stellen. Wenn du das mit einer echten Kerze machen würdest, wäre dein nächster Besucher die Feuerwehr. Hier besteht gar keine Gefahr. Wo würdest du es hinstellen, Diana? Im Badezimmer auch, weil nämlich Bad, das ist sehr, sehr romantisch, das ist meine Zeit. Und natürlich mit Buch, bisschen vielleicht Limonade, ja? Ein Glas Limonade. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, neben Spiegel links und rechts. Die Bestellnummer für das Zweierset ist die NX3136 und die 569. Und nochmal, gerne betont, zwei Stück Kerzenständer, zwei Kerzen und das jetzt für 5 Euro. Bis zu 5-mal dürfen Sie auch hier zugreifen, wenn Sie eine lange Festtafel haben und viele Familienmitglieder, die eben auch mal zum Essen kommen, dann gerne auch mehrfach dekorieren, die ganze Tafel entlang. Also auch diese Kerzen gefallen mir unglaublich gut. Ja, wir sind immer sehr beliebt bei uns hier. Aber 2 für 5 Euro hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir hatten nur eine. Jetzt machen weiter. Kriege ich mal wieder einen Flaggschirm. Uiuiui, danke, Diana. Bitte, bitte. Was ist jetzt? Eine Wanduhr, eine Tisch- und Wanduhr. Ach, die ist das. Die sind besonders. Das liegt voll im Trend. Also solche Uhren, solche LED-Uhren, mit Segmentuhren heißen die, glaube ich, mit der großen Anzeige, das ist etwas, da zahlst du heutzutage in Dekogeschäften 30, 40 Euro für diese Größe. Ja? Die gibt es noch größer, dann kosten die 60 bis 80 Euro. Aber für 5 Euro ist natürlich phänomenal. Ja, und die kriegen Strom über USB, also ein USB-Netzteil oder eine Powerbank. Und dann sehen Sie mal, wie das leuchtet hier. Da sieht man dann digital die Zahlen sehr schön groß. Man kann das in 2 Helligkeitsstufen machen. Man kann zwischen 24 Stunden und 12 Stunden Anzeige wählen und hat dann eben sehr schön diese Uhrzeit. Man kann die Farbe auch noch umstellen, von weiß auf rot. Das ist ein echter Hingucker. Wenn Sie das da, Sie haben es mal in rot jetzt. Wenn Sie das irgendwo stehen haben, werden diese Leute mit Sicherheit Sie darauf ansprechen, weil es so eine schöne Tisch- und Wanduhr ist. So, und ein Wecker ist es auch noch. Das habe ich gerade gesehen. Man kann sich also von dieser Uhr wecken lassen. Jetzt sind wir zwei ja alte Esel. Wir haben ein bisschen anderen Geschmack als die jungen Damen. Jessica, Diana, gefällt euch die Uhr? Hat was, ne? Ist mal was anderes, muss ich sagen, oder? Ja, sehr modern. Ja, ich glaube, das ist auch super für zum Beispiel für Wohnzimmer oder zum Beispiel im Büro, ja, und nachts sie sehen das genau die Zeit im Schlafzimmer, ja, zum Beispiel, du musst nicht den ganzen Licht anmachen, weil du siehst schon Zeit, und jetzt, das ist sehr aktuell, weil das ist immer dunkel, ja, wir gehen zum Bett, das ist schon dunkel, wir gehen morgens, das ist auch immer noch dunkel. Oh, guck mal, und ich finde diese Farbe, diese Rot, sehr, sehr romantisch im Schlafzimmer. Das wollte ich gerade sagen. Im Schlafzimmer finde ich nämlich die Wecker oder diese Uhren, die normalerweise einfach nur weiß leuchten, nicht so schön. Da finde ich das ganz gut. Ich sehe das auch in Jugendzimmern, auf dem Regal oder auf dem Nachttisch. Tagsüber weiß oder abends, man muss ja nur einen Knopf drücken, dann wird es rot. Und dann dimmen, so wie es einem passt. Und dann sich eben damit wecken lassen, aber auch immer die Uhrzeit auf den ersten Blick zu sehen. Was mir jetzt wieder gefällt als Brillenträger, Ingo, das wirst du bestätigen. Aber wir können die Uhrzeit beide ohne Brille problemlos ablesen. Ja, und die hier kannst du eben auf den Tisch stellen oder an der Wand anbringen. Das ist mal auch wieder so ein tolles kleines Geschenk, vielleicht mal für einen Briefträger oder den Zeitungszusteller. Das kann jeder brauchen, ist sehr, sehr schick und kostet, wie gesagt, nur 5 Euro, weil es hier in der 5-Euro-Show ist. NX4781569 ist die Bestellnummer, aber schnell müssen Sie sein. All unsere Preise gelten für 2 Stunden nur. Danach sind die wieder auf ihrem normalen Preis. Und hier haben wir ein UVP, wenn ich das richtig sehe, von 15 Euro oder 30 Euro sogar, höre ich gerade. Das heißt, wieder ein echtes Schnäppchen, können Sie auch gerne 5-mal bestellen. Das war sie auch schon wieder, unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Die Zeit vergeht immer wie im Flug. Ich finde, wir hatten richtig tolle Produkte wieder. Ja, Sie fanden das hoffentlich auch. Also ran ans Telefon und viel Spaß damit. Um 19 Uhr haben wir 10-Euro-Show, also bitte nicht verpassen. Genau. Bis später.